Ich habe die Kamera schon gestartet, aber ich zick dich jetzt trotzdem an. Ich zieh durch. Ich habe dir von Anfang an nicht gesagt, komm hoch. Hast gesagt, ich komme. Wollte nur dein Bäuchlein und so checken. Ja, aber was willst du da checken? Hast du Ja, jetzt irgendeine dann geh. 3D-Kamera, Dann mit geh der und du nimm dein. rausfinden kannst, welchen Infekt ich da gerade rumbrüte? Ja, Nee, das ist also, gut. was spät. Ich kann nichts essen, ich kann nichts dingsen, also dein Besuch war. Hallo. Naja, egal. Soll nicht um meine Mutter gehen. Auch nicht darum, was es. Es geht mir nicht so gut, wie ihr vielleicht schon aus den anderen Videos wisst. Und meine Mutter sitzt jetzt tatsächlich, kommt jetzt tatsächlich nur hoch, um mich anzugucken, was ich nie rallen werde. Also es ist für mich so ein totales Mysterium. Sie kann nichts tun, sie kann bloß gucken, und trotzdem muss man unbedingt jetzt. Ich bin kein Fernseher, ich bin nicht irgendwie spannend, und ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich habe auch keinen Hunger oder so, jetzt im Sinne von, dass sie mir irgendwas zum Essen hätte geben können. Im Gegenteil, mir ist total übel. Ich habe gar keine Lust zum Essen. Also bei mir ist gerade total alles. Ja. Und dann einfach nur herzukommen, um zu gucken, finde ich irgendwie. Für mich ist das irgendwie total komisch. Ich meine, ich gehe auch nicht zu anderen hin, wenn die krank sind, und gucke, im Gegenteil, ich halte mich von Kranken immer ganz weit fern. Meine Lebensphilosophie als Kind war, halte dich fern von Kranken, von Alten, von Kranken und von Kindern. Weil Alte steckst du immer an, das ist so der Punkt. Kinder stecken dich an, weil viele Bakterien setzen sich bei Kindern nicht an, aber sie sind Überträger. Und Kranke offensichtlich, weil bei Kranken steckt man sich sowieso an. Deswegen war das immer mein Lebensmotto, um durch die Zeit zu kommen, weil ich mir immer gesagt habe, so spare ich mir auf jeden Fall irgendwelche Infektionen und Erkältung. Vor allem in der Erkältungszeit oder Grippezeit, da habe ich das immer total strikt durchgezogen. Ja. Hat mir viele Male mich wahrscheinlich vor einer Erkältung oder einer Grippe bewahrt. Und das Ding ist, ich mag halt krank sein. Ich mag, glaub, keiner, aber in meiner Schulzeit war ich echt oft krank. Da war es aber meistens eher so dieses, da war ich total angeschlagen, weil das alles mit der Schule so gestresst hat. Und dann war es für jeden Bacillus leichter, mich anzufallen. Ja, und dann hatte ich aber Zeiten, wo ich so ein gutes Immunsystem hatte, dass ich gar nicht mehr krank geworden bin. Und jetzt zur Zeit habe ich halt wieder was ich rumbrüte. Und ich bin wehleidig. Ich gebe es zu. Ich gehöre zu den Wehleidigen. Ich gehöre zu den leidenden Kranken. Ich bin keine dieser Kranken, die irgendwie krank sind, wo man nichts merkt. Nein, wenn ich krank bin, dann kriegt es die ganze Welt mit. Das ist so richtig. Ich kann jammern da wie mein Vater. Ich hab den typischen Männerschnupfen bei allem. Ich bin einfach eine Memme bei sowas. Und ja. Aber was ich für mich persönlich am anstrengendsten gerade finde, ist der Schüttelfrost. Ich sitze hier für meine Verhältnisse eingepackt wie andere im höchsten Winter und friere wie verrückt. Das ist so nervig. Und das Ding ist, vor 2, 3 Tagen hatte ich mal kurzzeitig 39 Fieber, aber dann war es wieder weg, und dann war es wieder da und dann wieder weg, und anstrengend. Mein Schlafrhythmus ist auch schon komplett durcheinander geraten, weil ich ständig schlafen kann, und dann kann ich aber nachts nicht mehr schlafen. Ist auch ganz komisch. Das sollte ich vielleicht mal aufschreiben zu den Symptomen. Naja. Gut. Dann haben wir jetzt über meine Magen-Darm-Geschichte doch noch geredet. Ja. Gut. Dann lassen wir es da dabei und machen daraus das Schlüssel halt das Video. Haben wir eben auch ein weiteres. Gut. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es bei euch ist, wenn ihr krank seid. Seid ihr wehleidig oder eher nicht? Oder wie ist es? Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.